734 Tage mussten die Thüringer Kinder warten. Dann war es wieder soweit. Am Dienstagabend sammelten sich die filminteressierten Geras und viele Gäste im UCI-Kino. Denn das Deutsche Kinder-, Film- und Fernsehfestival ging in seine nächste Runde. Zur Eröffnungszeremonie fanden sich viele Prominente aus Politik und Fernsehen im Saal ein. Unter ihnen auch die Schauspielerin Katharina Thalbach. Bei den Medien sehr gefragt war die Hauptdarstellerin des Spielfilms Hände weg von Mississippi. Die 10-jährige Zoe Mannhardt spielte nicht zum ersten Mal in einem Film mit. Dennoch erfordert die Arbeit mit Kindern vor der Kamera immer etwas Geduld. Regisseur Detlef Buck nahm die Herausforderung jedoch eher gelassen. Arbeiten sollte man dann eher nachlassen. Sagen wir mal so, dass es so jeder, der Kinder hat, weiß, dass es nicht auf hopp, zack, gleich schnell geht, sondern man muss ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Aber es bringt dann auch mehr Spaß, weil es überraschender ist. Viel Spaß hatten an diesem Abend alle Beteiligten, denn der goldene Spatz und sein Gefährte waren um keinen Spaß verlegen. Doch dann war es endlich soweit. Geschäftsführerin und Leiterin des Festivals, Margret Albers, eröffnete die Filmfesttage. Genau vor 28 Jahren erblickte der goldene Spatz in Gera das Licht der Welt. Seit dem Jahr 2003 muss sich die Geburtsstadt des Kinder-, Film- und Fernsehfestivals die Veranstaltung mit der Landeshauptstadt Erfurt teilen. Nun feiert sie ihre 15. Auflage. Zu dem Jubiläum war auch der Schirmherr und Ministerpräsident Thüringens, Dieter Althaus, da. Kindermedien, das ist nicht nur für euch wichtig, für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen. Könnt ihr euch gut vorbereiten. Wir wissen ja inzwischen, dass nicht nur das Fernsehen, sondern auch Internet und inzwischen auch immer mehr das Handy zu einem Medienobjekt wird. Und so ist es wichtig, dass diese neuen Medien für Kinder geeignete Informationen und Unterhaltung bereitstellen. Inwieweit das der Fall ist, wird die Jury bewerten. 62 Wettbewerbsfilme werden in den nächsten Tagen vorgestellt. 32 Kinderjuroren werden entscheiden, welcher Film einen Spatz bekommt. Zudem werden die besten Internetseiten und Online-Spiele durch eine separate Jury ausgezeichnet. Doch bevor die insgesamt 42 Kinder ihre Arbeit beginnen, mussten sie einen feierlichen Schwur leisten. Wir, ja. die Jurys, schwören feierlich, bis zur Preisverleihung, absolut niemandem, auch nur einen Ton, über unsere Arbeit zu verraten. Unter dem Motto streng geheim werden sie nun ihre Favoriten bestimmen. Die Preise werden am 13. Mai in Gera und am 13. und 16. Mai im CineStar in Erfurt verliehen. Wer als Sieger hervorgehen wird, bleibt bis dahin wohl Spekulation.